Wir schauen uns heute nochmal hier die Detail Guards Schmutzfalle etwas genauer an. Ihr könnt euch vielleicht noch an das Video erinnern, wo ich euch ein paar Tricks gezeigt habe, wie man diese besser auf dem Boden fixieren kann. Am Anfang hatte das Teil das Problem, dass es immer nach oben getrieben ist, aufgrund der Luft, die sich hier unten in diesen kleinen Zwischenräumen befindet. Und da war der erste Trick hier, diese Ecken nach außen biegen. Das wird auch vom Hersteller so empfohlen, hat aber nicht unbedingt bei jedem geklappt, weil die Maße der Wascheimer nicht bei jedem 100% gleich sind. Dann bin ich auf die Idee gekommen, man könnte ja hier so kleine Klebepads ranmachen. Da habe ich euch ja auch noch das Video dazu hochgeladen. Hat bei vielen sehr gut funktioniert und vor ein paar Wochen habe ich einen kleinen Brief bekommen, ein kleines Mini-Päckchen von den Jungs von Detail Guards selbst aus Kanada. Kam mir so eine kleine Tüte an und darin waren 4 Schaumstoffecken, die man jetzt hier unten an die Füße kleben soll. Sehen folgendermaßen aus, klein, schwarz und kommen hier an die Seite dran. Und die sollen sozusagen das Maß von dem Detail Guard noch etwas erweitern und die sollen dann gegen die Innenwände des Eimers drücken und damit soll das nicht mehr nach oben kommen. Und die haben mir noch eine nette Nachricht geschickt, also sie haben mein Video gesehen und daraufhin sich die Sache einfallen lassen, ist erstmal die einfachste Lösung. Und ich habe auch noch die Info bekommen, dass bei allen Detail Guards jetzt das schon vormontiert sein soll. Also ihr bekommt die nicht dazu, sondern die sollen schon fertig dann hier an der Seite dran sein. Das probieren wir jetzt mal zusammen aus und mal schauen, wie gut oder schlecht das funktioniert. Los geht's. Normalerweise, wenn ihr das jetzt kauft, sollte es ja schon mit dran sein. Und dann platziert ihr das genau hier unten am Außenbereich dieses kleinen Fußes. Richtig festdrücken, ist hier so ein sehr robuster Schaumstoff und hält problemlos. Das mache ich jetzt mit allen 3 restlichen Füßen noch und dann testen wir das mal im Wascheimer. Genauso auch hier bei Nummer 2. Machen wir das ähnlich. Einfach hier an der Seite platzieren, festkleben und das hält wirklich ohne Probleme. Nochmal ein Hinweis für die, die das Teil schon zu Hause haben. Ich habe in der Mail noch folgende Info bekommen. Falls ihr das zu Hause habt, aber nicht diese Klebeecken, dann solltet euch einfach nochmal bei den Detail Guards selbst melden und die schicken euch das dann kostenlos zu. Das sollte ich euch nochmal mit hier im Video erwähnen, weil viele werden jetzt fragen, muss ich mir jetzt so eine neue Schmutzfalle kaufen? Nein, ihr könnt die Jungs einfach anschreiben und dann schicken die euch das zu und dann könnt ihr das genauso machen wie ich hier. Weil es ist wirklich eine Schmutzfalle, die gut funktioniert, nur das Problem ist, sie trieb immer im Wascheimer nach oben und jetzt soll das Problem damit gelöst sein. Ich mache jetzt die restlichen beiden noch fertig und dann sehen wir uns mal hier am Wascheimer. So, und jetzt stellen wir hier die Schmutzfalle mal rein, alle 4 Ecken festgedrückt. Und ich werde jetzt mal nicht hier das schräg einsetzen, sondern direkt gerade, dass wir auch ein bisschen Luft unter der Schmutzfalle drunter haben. Ihr seht, die schwimmt erstmal oben. Und jetzt drücken wir die mal nach unten. Ja, man merkt jetzt schon, die erhält richtig Widerstand, aber ihr könnt sie wirklich bis ganz nach unten drücken, weiter runter geht es nicht. Also rutscht genauso bis ganz nach unten. Und jetzt mache ich mal hier richtige Turbulenzen. Und die Schmutzfalle kommt überhaupt nicht nach oben, also hält bombenfest. Genau, immer noch an derselben Position, ist nicht nach oben gerutscht, ging absolut problemlos. Also erfüllt seinen Zweck und zum Glück jetzt bei allen neueren Versionen schon mitmontiert. Jetzt hole ich sie nochmal raus und die Ecken sind alle noch dran. Lassen sie sich irgendwie lösen? Nein, immer noch bombenfest. Also das funktioniert auf jeden Fall gut. Wir können das ja auch nochmal probieren. Hält ohne Probleme. Nochmal raus. Nochmal rein. Also scheint wirklich gut zu funktionieren. Wir können auch den Wascheimer mal ausschütten. Und auch hier rutscht die Schmutzfalle jetzt raus. Überhaupt nicht, selbst wenn man sie richtig hin und her schüttelt. Bombenfest das Thema. Und man kann es auch wieder super rein und rausnehmen. Auch hier komplett auf den Kopf gestellt und gewackelt. Nichts. Schöner halt. Das wäre jetzt nochmal hier ein Infovideo für alle, die diese Schmutzfalle nutzen und da vielleicht Probleme hatten. Auch hier, man kann sogar den ganzen Eimer mit der Schmutzfalle hochheben. Also der Halt ist jetzt wirklich 1A. Diese Schmutzfalle ist und bleibt für mich aktuell die beste auf dem Markt mit 20 Euro. Nicht ganz günstig, aber wer auf diese Sache vertraut, der kann sie sich auf jeden Fall mal anschauen, weil von der Funktionsweise, sie funktioniert auf jeden Fall super, lässt keinen Schmutz nach oben und jetzt mit diesen zusätzlichen Halteblöcken funktioniert das ohne Probleme. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen hier zu dem Thema habt, dann unten in die Kommentare rein oder schreibt mich auch an, falls ihr das zu Hause habt und braucht da die Kontaktadresse, kann ich euch gern weitergeben. Da waren die Jungs von Detail Guards wirklich sehr offen und dann bekommt auch so einen kleinen Brief aus Kanada. Und damit bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.